Die drei Fragezeichen. Ach du lieber Gott, ist das schwer. Du musst ja auch weiter unten anfassen, Peter. Ach verdammt, ich habe keine Lust mehr. Warum habe ich mich darauf überhaupt eingelassen? Weil mein Onkel Titus immense Schulden beim hiesigen Kartell hat und deren Geldeintreiber zufällig unser lieber Chauffeur Morten ist. Danke für die Erinnerung, Justus. Dennoch sollte das doch nicht unser Problem sein. Sieh's mal so, Bob. Kein Onkel Titus mehr, kein Schrottplatz mehr und somit auch keine Zentrale der drei Fragezeichen. Und genau deshalb müssen wir für ihn die Hinterlassenschaften des werten Priesters Segner... Gott hab ihn selig. Ja, wie auch immer. Nach wertvollen Sachen durchforsten, um diese gewinnbringend weiterzuverkaufen. Naja, so ein wenig schäbig fühlt man sich dabei aber schon. Hier wie die Geier, die Hinterlassenschaften so durchwühlen. Oh, seht! Die Rudi-Tapes! Jackpot! Anstatt Gewissensbisse zu haben, räumt lieber schnell die antike Truhe in den Laster. Die Hinterbliebenen müssen nämlich auch bald hier sein. Am Ende wollen die guten Sachen noch behalten. Feinfühlig wie immer, unser Justus. Aber so wichtig kann es denen dann doch nicht sein, wenn sie uns einfach den Schlüssel hinterlegt haben. Wissen wir irgendwas über den Verstorbenen? Sowas interessiert mich immer sehr. Nicht viel. Er war in der Gemeinde rund um die naheliegende Kirche St. Collectus aktiv. Den Fotos hier an der Wand zufolge ist er wohl auch viel in der Weltgeschichte herumgereist. Hier ist er allem Anschein nach in Tibet. Stimmt, Peter. Auf dem Bild hier drüben ist er in einem afrikanischen Dorf mit ein paar Kindern zu sehen. Na gut, im Grunde geht es uns auch nichts an. Seht mal, da fährt ein Wagen vor. Ziemlich dicker Schlitten. Die Familie scheint wohl reich zu sein. Eine Frau und zwei Männer steigen aus. Und zumindest die Frau hat einen sehr, sehr unfreundlichen Gesichtsausdruck. Naja, wenn ich mir diese Plastikfresse so anschaue, bin ich mir nicht sicher, ob da überhaupt viel Mimik möglich ist. Pfäh. Halt! Stopp! Hier wird nichts angefasst. Aber wir sind in offiziellem Auftrag hier. Das kannst du gleich dem Araber-Clan erzählen, den ich jetzt anrufen werde. Ich habe da exzellente Connections. Bitte beruhigen Sie sich. Wir sind vom Wertstoffhandel Jonas und wurden vom Testamentsbeauftragten des verstorbenen Herrn Segners bevollmächtigt. Vielleicht stellen wir uns zuerst einmal alle vor. Mein Name ist Pater Frommer. Ich soll die Gemeinde des werten verstorbenen Kollegen Segner übernehmen. Die junge Dame hier ist Sabine Krachmann. Sie ist die Enkelin. Und der unscheinbare Bursche hinter mir ist der Enkel Samuel Segner. Die beiden sind die einzigen Hinterbliebenen. Hallo, ich bin Samuel. Sehr erfreut. Ich bin Bob. Das sind Peter und Justus. Es ist sicher schlimm, nur noch so wenig Verwandtschaft zu haben. Schön ist es nicht. Darf man fragen, was passiert ist? Meine Eltern waren mit Sabines Eltern auf einem Ausflug und wurden dabei brutal ermordet. Man vermutet, dass sie zwischen die Fronten eines Clankrieges geraten sind und durch einen irren Zufall hat jeder einen präzisen Kopfschuss zwischen die Augen bekommen. Tja, hätten sie mir meine Schönheits-OP bezahlt, wäre das nicht passiert. Wie bitte? Wieso das? Dann hätten sie kein Geld mehr für so unnütze Ausflüge gehabt, meine ich. Nun gut, das ist sehr viel Information auf einmal. Und darf ich fragen, was die drei hier nun machen? Wir hatten gerade einen Termin mit unserem Anwalt, da wir das Testament anfechten. Wieso tun sie denn sowas? Weil der alte Geizhals seinen gesamten Nachlass an eine private Hilfsorganisation spenden will. Wir sind uns sicher, dass da ein Irrtum vorliegt. Vielleicht war der Ärmste geistig verwirrt, als er das Testament verfasst hat. Und warum glauben Sie das? Nun ja, er hat weder der Kirche noch seiner Verwandtschaft mehr als den Pflichtanteil vermacht. Und wie ihr seht, hat er nicht gerade am Hungertuch genagt. Wie stehst du denn zu der ganzen Sache, Samuel? Naja, wenn die beiden der Meinung sind, dass da etwas nicht stimmt, dann wird es wohl so sein. Starb der Pater denn eines natürlichen Todes? Selbstverständlich. Natürlich. Die Ärzte meinten, er starb an Herzversagen. Das soll bei Männern seines Alters nicht unüblich sein. Interessant. Würden Sie uns nun trotzdem unsere Arbeit erledigen lassen? Das kann ich leider nicht zulassen. Bis die Verhältnisse vollständig geklärt sind, muss alles hier bleiben. Ach, leck mich doch am Sack! Die drei Fragezeichen taten widerwillig, wie ihnen geheißen.
Als die Sonne schon fast hinter dem Horizont verschwunden war, hatten sie ihre Sisyphusarbeit endlich beendet und waren gerade im Begriff, in ihr Gefährt zu steigen. Hey Jungs, wartet kurz! Was ist denn noch, Samuel? Wir wollen wirklich nach Hause. Hier, Bob. Dir ist beim Abladen der Kommode etwas aus der Tasche gefallen. Ah, danke. Ein Buch? Ja, super, dass du dich so für Reisen interessierst. Das Buch schieb ich dir gleich so quer in dein Arm. Schon okay, Bob. Danke dir, Samuel. Wir sind auch große Fans von London. Ich muss dann wieder rein. Hab mich sehr gefreut. Was hatte das denn zu bedeuten? Das werden wir in unserer Zentrale herausfinden. Ich habe in meinem güldenen Urin, dass sich da ein neuer Fall anbahnt. Unsere drei Detektive fanden sich wenig später in ihrer Zentrale ein. Nachdem sie den von Todesangst geplagten Onkel Titus beruhigt hatten, fanden sie endlich Zeit, sich dem ominösen Buch zu widmen. Na, dann lasst uns mal mit den Recherchen anfangen. Der Abend ist ohnehin gelaufen. Ja, du hast recht. Die Hahnkämpfe in der Big Cock Bar dürften um diese Zeit auch schon ihr blutiges Ende gefunden haben. Alles Kacke hier. Jammert nicht rum. Ich hatte heute auch vor, der Premiere des neuen Bitchcock-Films beizuwohnen und kann mir das nun auch abschminken. Ach ja? Wie heißt der neue Streifen denn? Die Vögeln. Es geht um... Ist schon gut, Justus. Kennst du ein Werk von Bitchcock, dann kennst du alle. Nichtsdestotrotz sollten wir uns dieses Buch einmal genauer ansehen. Was genau ist das denn, Justus? Es scheint sich um einen Reiseführer der britischen Metropole London zu handeln. An sich wäre ich auch mal wieder urlaubsreif. Ich denke nicht, dass uns Samuel eine Reise ans Herz legen wollte. Dem stimme ich zu. Höchstwahrscheinlich ist hier drin eine geheime Botschaft versteckt. Das bedeutet aber auch, dass der Junge etwas verheimlichen muss. Nur vor wem? Bestimmt von seiner kackbratzigen Cousine Krachmann. Es könnte um das Erbe gehen. Genau so könnte aber dieser Priester nicht ganz koscher sein. Na, koscher sowieso nicht. Ich werf mal einen Blick in das Buch. Seht mal, im Inhaltsverzeichnis sind drei Sehenswürdigkeiten markiert. Und hinter einer ist mit einem Bleistift die Zahl 19 und der Buchstabe H gekritzelt. Worum handelt es sich denn? Ach, ich sehe selbst nach. Gib mal her. Also das Sherlock Holmes Museum, Westminster Abbey und die Joy of Life Fountain. Versteht das einer von euch? Naja, Sherlock Holmes ist ja eindeutig der bekannteste Detektiv weit und breit. Abgesehen von Batman! Peter, kennst du das Spiel Halligalli? Wir spielen gleich Halli-Schnauze. Ich vermute, damit will Samuel uns einfach ansprechen und verdeutlichen, dass er unsere Hilfe braucht. Ja, sehe ich auch so. Westminster Abbey ist eine Kirche. Wie passt das hier rein? Der Verstorbene war doch Priester. Genau. Und die Kirche scheint ja auch am Erbe interessiert zu sein. Ebenfalls richtig. Natürlich bin ich auch schon selbst draufgekommen. Aber ich lasse euch netterweise auch einige Fragen beantworten. Sehr großzügig, Justus. Aber was soll uns der dritte Hinweis verraten? Die 19 und das H könnten für eine Uhrzeit stehen. Aber ich glaube kaum, dass uns Samuel am besagten Ort in London treffen will. Aber wo denn sonst? Welcher Ort in unserer Stadt hat mit Lebensfreude zu tun? Das kann ich beantworten. Im Rotlichtviertel unserer schönen Stadt gibt es ein Etablissement, welches zufällig auch den Namen Joy of Life trägt. Wie der Brunnen. Viel gespritzt wird offensichtlich an beiden Örtlichkeiten. Ekelhaft, Bob. Einfach ekelhaft. Und doch wahr. Ich schlage also vor, dass wir uns morgen um 19 Uhr dort treffen. Ich gebe euch noch fix die Adresse. Die kennst du auswendig? Klar, wieso fragst du? Zur besagten Stunde trafen sich Peter und Justus also vor dem Saunaclub. Ersterer fühlte sich sichtlich unwohl in der schlecht beleuchteten, vermüllten Straße. Die flackernde Leuchtreklame des Joy of Life tat ihr Übriges, um für Stimmung zu sorgen. Nach 10 Minuten fehlte sowohl von Samuel als auch von Bob immer noch jede Spur. Also das ist nun wirklich mehr als merkwürdig. Wo bleibt Samuel bloß? Bist du dir denn sicher, dass wir seine Botschaft richtig verstanden haben? Ja, kein Zweifel.
Vielleicht ist etwas dazwischen gekommen. Warum will er sich überhaupt an einem solch fürchterlichen Ort treffen? Karma-Punkte hin oder her, aber hier würde ich nicht mal für Geld eine Mulle leihen. Samuel scheint verzweifelt einen Ort gesucht zu haben, an dem er ungestört mit uns sprechen kann. Doch vor wem will er etwas verheimlichen? Da kommt jemand aus dem Club. Ist es Samuel? So. Feierabend und wieder 200 Euro reicher. Ach, die beiden da drüben könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Na, ihr Süßen, sucht ihr Gesellschaft? Get. Nein, vielen Dank. Nur 2,50 pro Person. Na? Justus, das ist doch Sabine Krachmann. Igitt, dann erst recht nicht. Arbeitest du hier, Sabine? Ach, ihr seid das Scheiße. Was treibt ihr in dieser Gegend? Nichts, wir gehen spazieren. Was machst du denn hier? Ich gehe auch spazieren. Muss jetzt auch weiter. Die schien sich ja sehr unwohl zu fühlen. Aber lag das an uns oder an den 2 Litern Samen in ihrem Bauch? Als Castingshow-Hure müsste sie das doch gewohnt sein. Hey Leute, entschuldigt die Verspätung. Da bist du ja endlich. Was hat dich aufgehalten? Ach, ich war noch mit meinem Wikinger-Schachclub im Park und das Spiel wollte einfach nicht enden. Wer wohnt in Berlin und weiß Bescheid? Der kulturelle Aneignungspanda. Hallo Kinder. Was zum Fick sollst du denn darstellen? Gehen Sie zu einer Kostümparty? Ich bin der kulturelle Aneignungspanda. Und jedes Mal, wenn das kulturelle Erbe einer Minderheit von Unterdrückern geschändet wird, komme ich und werde ein ganz, ganz trauriger Panda. Nun gut, in diesen Zeiten wundert mich gar nichts mehr. Du, mein Freund, hast dich des Kulturguts einer seefahrenden, kriegerischen Minderheit bedient. Meint er das Wikingerschach? Und das macht mich zu einem traurigen Panda. Sag mal, will der uns hier verarschen? Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich werde nun woanders gebraucht. Verstörend. Und dann haut der auch noch ab, bevor ich ihn richtig beleidigen konnte. Egal. Wo ist eigentlich Samuel? Der ist bislang nicht aufgetaucht. Ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Stattdessen haben wir seine Cousine gesehen. Hier? Wobei, wenn ich jetzt nochmal genauer drüber nachdenke, wundert mich eigentlich nicht. Aber war es wirklich ein Zufall? Könnte sie nichts mit Samuels Verschwinden zu tun haben? Leider ging sie, bevor wir sie fragen konnten. Lasst uns noch eine Weile warten und dann abhauen. Wir statten Samuel ansonsten morgen einfach einen Besuch ab. Nächsten Tag auf dem Schrottplatz von Justus Onkel Titus. Komm schon, Morten. Ich brauche echt nicht viel. Nur genug, um durch den Tag zu kommen. Sehe ich etwa aus wie die verfickte Wohlfahrt? Hör mal, Titus. Du schuldest dem Boss eh schon eine Menge Kohle und kannst froh sein, dass ich wegen deines Neffen ein gutes Wort für dich eingelegt habe. Bitte, gib mir doch was. Ich würde dir sogar einen blasen. Was hast du gesagt, Nigger? Ich hab gesagt, ich würde dir einen blasen. Verfickter Drecksjunkie, das war zu viel. Guten Tag, die Herren. Mein Name ist Kommissar Scholz. Das hier ist mein Kollege Kommissar Lenski. Stören wir? Ich begrüße Sie, meine Herren. Nein, natürlich stören Sie uns nicht. Ja, alles in Ordnung hier. Sind Sie Herr Justus Jonas? Nein, ich bin Titus Jonas. Der Onkel. Mein Neffe ist mit seinen Kollegen drüben in ihrer Zentrale. Zentrale? Der Wohnwagen am Ende des Geländes. In Ordnung. Einen schönen Tag noch, meine Herren. Machen Sie ruhig genau da weiter, wo wir Sie unterbrochen haben. Es tut mir leid. Nette Leute, nicht wahr, Kollege Lenski? Ja, wie auch immer. Ich habe im Moment andere Sorgen. Mein Zuhause ist komplett zerstört und ich könnte echt Hilfe beim Reparieren gebrauchen. Scholz,
Du wolltest mir doch schon länger mal dein Werkzeug ausleihen, damit ich daran was ändern kann. Ja. Ich muss das zuerst mit den anderen Hausbesitzern besprechen. Ich will da keinen Alleingang machen. Was haben die denn damit zu tun? Das wäre nur ein Gefallen unter Freunden. Ich sichere dir doch schon meine vollste Unterstützung und Solidarität zu. Was denn noch alles? Also kommst du zum Helfen? Sorry, ich habe echt keine Zeit, in der Weltgeschichte rumzureisen. Es ist unfassbar. Sogar der Ami und der Pole haben schon geholfen. Nur du drückst dich wieder. Unsere Kollegen auf der Wache haben auch Namen, ja? Pass auf, ich schicke dir ein paar Helme und dann ist aber auch gut. Das ist doch echt. Besuch, Besuch! Halt die Klappe, Blacky. Hey Kollegen, da ist wirklich Besuch. Lass uns mal rausgehen. Guten Tag, wir sind von der Polizei. Offensichtlich. Mit wem haben wir das Vergnügen? Wir sind die Kommissare Lenski und Scholz. Bist du Justus Jonas? Sehr richtig. Das sind meine werten Kollegen, Peter und Bob. Hier ist unsere Karte. Ich nehme das. Hey! Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Schaar. Recherchen und Archiv. Bob Andrews. Aha! Stehen die Fragezeichen etwa für das Vergessen von pikanten Gesprächen bezüglich Cum-Ex-Bankgeschäften? Nein, guter Mann. Vielmehr stehen sie für die Aufdeckung von Korruption und Amtsmissbrauch. Korrupt! Korrupt! Ihr drei seid mir direkt unsympathisch. Was wollen Sie nun eigentlich von uns? Ein Junge, zu dem ihr drei vor kurzem noch Kontakt hattet, wurde als vermisst gemeldet. Wir erhoffen uns von euch Hinweise für seinen Verbleib. Um wen handelt es sich denn? Samuel Signer. Oh nein. Wie lange wird er denn schon vermisst? Er soll gestern Abend seine WG in der Estragonstraße gegen 18.30 Uhr verlassen haben und ist bislang noch nicht zurückgekehrt. Heute Morgen wurden wir dann von seinen Mitbewohnern alarmiert. Haben Sie schon mit seiner Cousine gesprochen? Die konnte uns leider nicht weiterhelfen, hat aber schon eine Spendenaktion in ihre eigene Tasche gestartet. Wie überaus freundlich von ihr. Wir wissen leider auch nicht mehr. Er wollte sich abends um 19 Uhr mit uns treffen, kam aber nie zum Treffpunkt. Dann muss er also zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr verschwunden sein. Wo wolltet ihr euch treffen? Vor dem... In der Josef-Heiden-Parkanlage. Eine sehr schöne Gegend. Ja, durchaus. Wir werden diese Spur weiter verfolgen. Müssen wir sonst noch etwas wissen? Nein, das wäre alles. Danke euch, Jungs. Und immer schön sauber bleiben, ja? Wiedersehen. Scheiß Bullen! Halt die... Weißt du was, du hast ja eigentlich recht. Ach komm, Blacky, Punkt geht an dich. Ganz ehrlich, Kollegen, ich denke nicht, dass diese beiden Gesetzeshüter auch nur den einfachsten Fall lösen können. Da stimmt die Chemie nicht. Ich mache mir auch wirklich Sorgen um Samuel. Was können wir tun? Na, ihn suchen. Ja, wow. Und wo? Der Polizist mit dem dämlichen Grinsen erwähnte die WG. Vielleicht setzen wir da an und befragen die Mitbewohner. Ja, das ist wohl das Beste. Los geht's. Unsere drei Helden machten sich auf in Richtung Botanikerviertel. Definitiv eine der besseren Gegenden der Stadt. Leider mussten sie hierfür nochmals die Rotlichtmeile passieren, welche sie am Tag zuvor betreten hatten. Also, tagsüber sieht es ja auch nicht besser aus. Das Problem ist vielmehr, dass man nun auch mehr von den Menschen sieht, die hier verkehren. Hey, da drüben liegt ja Trümmer-Toni! Wer? Na, der bekannteste Obdachlose unserer Stadt! Ich dachte, das wäre inzwischen Fatty Norris. Nein, nicht mehr. Der ist ja auch inzwischen gestorben. Wirklich? Woran denn? Irrelevanz. Zurück zum Trümmer-Toni. Lasst uns ihn ansprechen. Uah, warum sollten wir das tun? Naja, der hört und sieht so einiges, was in der Stadt passiert. Vielleicht hat er ja was mitbekommen. Also gut, überzeugt. Aber du sprichst. Ich gehe da nicht näher als 3 Meter ran. Peter und ich übernehmen das. Leg los, Peter. Was? Hey, nicht schubsen. Nee, Bursche. Komm mal nicht zu nahe. Was willst du? Oh, Verzeihung, ich wollte nicht... Aber naja, da wir uns schon unterhalten, Sie sind Trümmer-Toni, richtig? Also für die immer noch Antonio del Masseri.
Toni, wir sind auf der Suche nach einem vermissten Jungen. Es ist wirklich wichtig. Wenn's so wichtig ist, dann könnt's auch ein paar Groschen springen lassen. Oh nein, die Detektivkasse war doch gerade wieder im Begriff, sich zu füllen. Los, Peter, gib ihm schon was. Na gut, nehmen Sie. Aber versprechen Sie mir damit, keinen Alkohol zu kaufen. Bursche, das geht dir an Scheiß an, was ich mit meiner hart verdienten Marie mache. Ist Ihnen denn gestern Abend gegen 19 Uhr hier etwas aufgefallen? Laute Rufe oder ein Handgemenge? Ja, das könnte durchaus sein. Aber ich war halt absolut besoffen. Und ich hab nix mehr, also nimmer recht viel mitkriegt, okay? Würden Ihnen weitere 5 Euro vielleicht etwas auf die Sprünge helfen? Nur 5? Da musst du schon noch ein bisschen ein Knädel drauflegen, dass ich red. Ich hab nichts mehr. Leg dir doch etwas dazu. Ich hab kein Geld dabei. Und ich hab all meine Kohle gestern bei der Online-Hahnenkampfwette verloren. Da guck doch noch etwas aus deinem Portemonnaie raus, Peter. Was ist das? Das ist eine Konzertkarte, an der ist er bestimmt nicht interessiert. Moment. Redet ihr da von Lil Prada und McGatium? Die sind ja in der Stadt. Und ich glaube, die treten heute auf. Ja doch, zufällig schon. Boah, die nehme ich. Her damit. Los, Peter, tu es. Tu es! Na, fein. Jetzt erzählen Sie uns aber alles, was Sie wissen. Abgemacht. Eingeschlagen. Okay, her damit. Also, wie gesagt, ich war wirklich sehr betrunken. Und konnte im Grunde überhaupt nichts mehr sehen. Na, das hat sich ja gelohnt. Na. Moment. Da war schon so ein Junge, der hat wirklich nervös ausgeschaut. Und der dürfte auf jemanden gewartet haben. Und der ist dann auch gekommen. Und dann haben die da Mord diskutiert. Das ist irgendwie sehr hitzig geworden und einer von den beiden ist halt dann Chari gegangen, also der ist halt sozusagen zusammengebrochen. Und der andere hat ihn dann weggebracht. Ich nehme an, zu einem Arzt. Wie sah diese Person aus, die dazu kam? Du stößt Fragen. Ja, das war ein Schwarzer. Also den Mantel meine ich. Sehr dunkler Mantel. Mittelgroß, nichts Besonderes. Aber recht viel mehr kann ich echt leider nicht sagen. Bob, frag ihn, in welche Richtung sie gegangen sind. Echt jetzt? Na gut. Toni, in welche Richtung sind sie gegangen? Doch. Dorthin, die Straße entlang. 100 Pro. In der Richtung gibt es eigentlich nicht viel und man erreicht bald den Stadtrand. Und ein bestimmtes Haus, das wir unlängst entrümpelt haben. Das Segnerhaus. Vielleicht wird er ja dort gefangen gehalten. Versuchen wir unser Glück. Danke, Trümmer-Toni. Antonio. Der Name ist Antonio. So, da wären wir also wieder. Nur wonach genau wollen wir suchen? Ich könnte mir vorstellen, dass Samuel hierher verschleppt wurde, um irgendetwas aus dem Haus zu holen. Vielleicht etwas, das versteckt war und nur er finden konnte. Sehr gut möglich. Wir sollten wie üblich alle Gesetze komplett missachten und in das Haus einsteigen. Dabei vielleicht den ein oder anderen Wertgegenstand mitgehen lassen. Alles natürlich nur zur Beweissicherung. Peter, hol den Dietrich raus. That's what she said. Klappe, Peter! Okay. Hey, was macht ihr da? Ich rufe die Polizei! Einbrecher! Oha, eine besorgte Nachbarin. Gute Frau, beruhigen Sie sich. Wir sind hier zu Ermittlungszwecken. Ach ja? Was sollen das für Ermittlungen sein? Nun, unser Auftrag ist es, die schärfste Milf in der Nachbarschaft zu finden, aber ich denke, wir sind gerade fündig geworden.
Ich habe euch doch letztens hier bei der Entrümpelung gesehen. Gut beobachtet. Sie sehen wohl viel aus dem Fenster, was? Ja, im Grunde tue ich nichts anderes. Haben Sie gestern Abend um kurz nach 19 Uhr in diesem Haus etwas Verdächtiges bemerkt? Naja, es brannte Licht, das habe ich bemerkt. Das ist jetzt aber auch nicht wirklich verdächtig. Immerhin haben der Pater Frommer und die Olle Krachmann auch Zutritt. Ja gut, aber die Olle Krachmann kann es nicht gewesen sein. Die habt ihr doch um die Zeit vor dem Etablissement gesehen. Der Pater kommt immer mit seinem schicken Mercedes angefahren. Gestern Abend stand kein Auto vor der Tür. Interessant. Also war es eventuell doch der Entführer mit Samuel. Samuel wurde entführt? Warum sagt ihr das nicht gleich? Ich gebe euch meinen Schlüssel. Den habe ich von Pater Signer. Ausgezeichnet, vielen Dank. Gerne. Und falls du später noch was brauchst, melde dich. So, wieder einen Schritt weiter. Teilen wir uns auf. Wenn ihr etwas Verdächtiges seht, gebt laut. Alles klar, Boss. Ich untersuche mal den Schreibtisch nach Unterlagen. Und ich suche versteckte Geheimtüren. Nur zu. Dann kann ich mich so lange dem Laptop hier widmen. Es folgten detaillierte, aber erfolglose Recherchen vor Ort, die ich euch hier erspare. Wir springen ein wenig in die Zukunft zur Fragezeichenzentrale, in der Justus alleine am Detektivtelefon saß und einen alten Bekannten kontaktierte. Turm auf E5. Ein höchst vorhersehbarer Zug, Justus. Ungefähr so vorhersehbar wie Ihre nun schon 6 Versuche, die Weltherrschaft an sich zu reißen, lieber NWO-Minister. Ich bin übrigens froh, dass Sie Ihre Organisation wieder umbenannt haben. Den Namen konnte man ja kaum aussprechen. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Jedenfalls muss ich zugeben, dass es zum einen unterhaltsamer und zum anderen auch deutlich kostengünstiger ist, mich mit dir im Schach zu messen, anstatt auf dem Schlachtfeld der realen Welt. Springe auf G6. Um ehrlich zu sein, falls Sie mal eine richtig, richtig gute Idee haben, würde ich mich freuen, wenn Sie es trotzdem drauf anlegen würden. Eines Tages, Justus, eines Tages. Entschuldige mich kurz, da ist jemand in der anderen Leitung. Ja. Sehr gut, danke, Scherge. Ja, dann einfach per Mail an 3fragezeichne@gmail.com. Ja, gute Arbeit. Mein Hacker hat die verschlüsselten Daten, die du vom Laptop kopiert hast, geknackt und dir das Ergebnis per Mail geschickt. Das trifft sich sehr gut. Vielen Dank. Ich werde sie direkt sichten. Wir sind doch noch mitten im Spiel. Sind wir nicht. Schach und Matt. Wie? Gott verdamme! Anfängerglück. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Und danke nochmals. Justus beendete seinen Anruf, um umgehend seine E-Mails zu prüfen. Was er jedoch nicht bemerkte, war eine Gestalt, die draußen vor dem Fenster lauerte und in den Wohnwagen starrte. Sie schien sehr aufgeregt zu sein und atmete schwer. Also wenn diese Informationen nur halb so brisant sind, wie ich fürchte, dann... Wer ist da? Der hat die Minderheit befreit, der kulturelle Aneignungspanda. Was? Dieser Typ im Panda-Kostüm? Was machen Sie hier? Ich bin überall, du lieber Knabe. Und ich musste feststellen, dass du gerade Schach gespielt hast. Ja, und? Nun, das Schachspiel wurde mit großer Wahrscheinlichkeit im 6. Jahrhundert in Persien entwickelt. Es verbreitete sich im 7. Jahrhundert im Zuge der islamischen Expansion im Nahen Osten und Nordafrika. Und wenn ich sehe, wie weiße Mitteleuropäer wie du sich eine so fremde Kultur aneignen und es wagen, fremde Spiele zu spielen, macht mich das zu einem traurigen Panda. Wer sind Sie überhaupt? Halt, laufen Sie doch nicht weg. Herr Erster, ist alles in Ordnung? Du bist ja leichenblass. Und was ist mit dem Fenster passiert? Alles bestens, keine Sorge. Ein kleines Malheur.
Ihr kommt jedoch gerade rechtzeitig, um die Daten von Segners Computer zu analysieren. Hoffentlich ist da was Brauchbares dabei. Viel mehr als ein paar Flugtickets nach Uganda und den schon bekannten Fotos hat unsere Hausdurchsuchung ja auch nicht gebracht. Dann wollen wir mal sehen. Ich fange beim Kalender an. Auffällig ist auf jeden Fall, dass in regelmäßigen Abständen der Termin namens Übergabe eingetragen ist. Sehr regelmäßig sogar. Alle 3 Monate, immer am 15. Wartet mal. Die Flugtickets, die ich hier gefunden habe, wurden ebenfalls in diesem Intervall gebucht. Nur einige Tage früher. Vielleicht ein Drogenschmuggel? Ziehen wir erstmal keine voreiligen Schlüsse. Was mir gerade aufgefallen ist, am vergangenen 15. ist keine Übergabe, sondern da steht Interviewtermin. Und einen Tag vor diesem Interview kam er dann überraschend ums Leben. Kurios. Steht auch da, mit wem und wo dieses Interview hätte stattfinden sollen? Durchaus. Und wir haben Glück. Sie sind Arbeitskollegen deines Vaters, Bob. In dem Fall werde ich wohl mal schnell einige Anrufe tätigen und dann geht's auch schon los. Bob arrangierte umgehend ein Treffen mit dem Reporter und seiner Assistentin. Sein Vater hatte ihn noch gewarnt, dass die beiden etwas speziell wären und ihm stark davon abgeraten, überhaupt mit ihnen zu sprechen. Pflichtbewusst, wie die 3 Fragezeichen nun eben sind, ließen sie sich davon nicht abschrecken. Ja, bitte? Schönen guten Tag. Wir hatten telefoniert. Bob Andrews mein Name. Das sind meine Kollegen Justus und Peter. Guten Tag. Oh ja, hallo. Nennt mich einfach Antonia. Ihr wollt bestimmt zu meinem Chef. Was könnte eine wie ich auch schon für euch tun? Okay, wenn Sie dann so nett wären und uns... Ja, scheiß doch die Wand an, Antonia. Du hast mir gesagt, dass mir noch saubere Dasse in der Küche hin. Sieht das für dich sauber aus? Wie soll ich dir jemals vertrauen können, wenn du nur Mist erzählst, ohne nachzudenken? Aber Schatz, Chef, ich hab gedacht, Ja, das ist dein großes Problem, das Denke. Und was sind das hier eigentlich für Kasper? Sofern Sie uns meinen, wir sind die 3 Fragezeichen. Hey, Detektive, mitten in Ermittlung. Ah ja, nennt mich Patrick. Wisst ihr, ich als Journalist bin ja auch viel investigativ unterwegs, so wie ihr. Und ich bin der Beste auf meinem Gebiet. Warum haben wir dann noch nie von Ihnen gehört? Das liegt an meiner inkompetenten Assistentin. Ich kann ja auch nicht immer die Arbeit für 2 machen, versteht ihr? Ich bin der Einzige, der hier was reißt. Ich bin halt ein Versager, ich weiß. Die Frage ist nicht, ob du ein Versager bist, sondern wieso. Langsam verstehe ich, was mein Vater meinte. Zu einem anderen Thema. Sie hatten kürzlich ein Interview mit Pater Segner geplant. Erinnern Sie sich daran? Ja, natürlich. Wieder so eine typische Antonia-Aktion, wisst ihr? Die dumme Kuh macht einen Termin mit seinem Witzbold aus, der dann nicht erscheint und mir meine wertvolle Zeit stiehlt. Das heißt, er hat Sie kontaktiert und sich dann nicht mehr gemeldet? Ja, das hab ich doch grad gesagt. Bist du vielleicht mit der Antonia verwandt, du Simbel? Hören Sie mal. Hat er denn nicht erwähnt, worum es ging? Oder Ihnen sonstige Informationen zukommen lassen? Nee, überhaupt nicht. Tatsächlich doch. Er hat uns im Vorfeld ein Paket zukommen lassen. Aha. Und was war da drin? Ich habe es meinem Chef auf den Schreibtisch gelegt. Mehr weiß ich auch nicht. Und warum hast du da nicht aufgemacht? Du musst echt mal mehr Einsatz zeigen. Herrgott, sag Zement noch einmal. Oh, tut mir leid. Diese Anschuldigungen führen doch zu nichts. Wo ist das Paket jetzt? Das habe ich auf der Schrank geworfen. Antonia, hol's mal, bitte. Das ist zu weit oben. Ich komm da nicht ran. Ja, meine Fresse, genau das meine ich. Ich muss alles selbst erledigen. Na, dann geh mal auf die Knie und ich steig dir auf der Rücke. Wäre es nicht klüger, es andersherum zu machen? Hast du eine Ahnung, wie viel die Alte wiegt? Wir machen das auf meine Art. Jetzt stell die nicht so an. Ich muss grad kurz was am Handy machen. Ja, okay. Wo ist jetzt dieses Paket? Kannst du dich bitte... Hier, nein. Ah ja, da haben wir es doch. Hier,
Ihr könnt es mitnehmen. Hat eh nur Platz weggenommen. Vielen Dank. Wir gehen dann lieber mal wieder. Und Antonia, Sie sollten sich einen neuen Job suchen. Der Spinner, da hat sie echt nicht verdient. Wattenlelek. Da hast du allerdings recht. Ich hab was Besseres verdient. Justus, Peter und Bob platzten vor Neugier. Was war in diesem Paket? Sie wollten keine Zeit verlieren, deshalb öffneten sie es direkt in der Pausenlounge der Nachrichtenagentur. Nun mach doch mal schneller, Peter! Ich beeile mich ja! Jedes der drei Fragezeichen hatte sich einen Teil der Unterlagen genommen und sichtete diesen. Je mehr sie lasen, desto bleicher wurden sie. Die Lage war weitaus dramatischer, als sie gedacht hatten. Meine Fresse! Unser Pater Segner war kein Drogenkurier. Er hat jahrelang Kinder aus Uganda nach Deutschland geschmuggelt. Wenn man seinen Schilderungen hier glauben kann, dann aber auch nur, weil er arglos getäuscht wurde. Die Kirche gab vor, die Kinder in Waisenhäuser und dann in Pflegefamilien zu vermitteln. Allerdings fehlt bis heute jede Spur von ihnen. Als er dann anfing nachzuforschen, hat er sich in seiner Glaubensgemeinschaft wohl ein paar Feinde gemacht. Und ich wette, er hat geahnt, dass er in Gefahr war und unseren Samuel irgendwie eingeweiht. Dummerweise ist Letzterer nun auch in Gefahr. Sind in den Unterlagen denn irgendwelche konkreten Verdächtigen genannt? Nicht direkt, aber ich wette, dieser scheinheilige Pater. Lasst uns rausfinden, in welcher Kirche unserer Stadt dieser Frommer bisher gepredigt hat und ihm einen Besuch abstatten. Oh, was ist denn das für eine Schlange hier? Treten Sie näher, meine Damen und Herren. Nur noch heute können Sie hier in unserer wunderschönen Kirche den Leichnam der Queen von England bestaunen. Auch wenn Sie kein Brite sind, auch wenn Sie sich nie für die Royal Family interessiert haben, jetzt können Sie auf den Zug aufspringen. Verpassen Sie diese einmalige Chance nicht. Für nur 20 Euro Eintritt sind Sie dabei. Masken gegen den Leichengeruch kosten Sie weitere 10 Euro. Aber wer guckt denn bei solch einer Gelegenheit schon aufs Geld? Ich meine, die Queen von England, wann hat's das zuletzt gegeben? Wann wird es das wieder geben? Und wie lange wird das dann wohl dauern, bis die auch im toten Zustand zu bestaunen ist, meine Damen und Herren? Ja, ich sehe schon, Sie rechnen gerade im Kopf nach, der Herr. Darf's denn für Sie was sein? Kommen Sie doch mal näher. Was? Die Queen ist doch schon vor Monaten gestorben. Sollte sie nicht schon längst begraben sein? Nun ja, wie es aussieht, hat sich der ganze Trubel zu einem soliden Geschäftsmodell entwickelt und sie wird nun in jeder größeren Kirche in Europa ausgestellt. Dummerweise wurde die Gute nicht mumifiziert, wie wir es von der Bestattungsweise der Ägypter kennen. Und so ist der Zustand des Leichnams, naja, nicht mehr so ganz einwandfrei. Was diese Banditen aber anscheinend gar nicht daran hindert, ihn auszustellen. Andererseits ist das in all dem Trubel jedoch die perfekte Gelegenheit, unbemerkt in der Kirche herumzuschnüffeln. Sehr richtig. Verzeihung, bitte drei Eintrittskarten. Ach, ja, sehr gerne, die Herren. Darf's doch etwas Popcorn sein oder ein Getränk, vielleicht eine Hautschuppe der Queen als Souvenir? Nur das Basispaket. Danke. Na, dann bitte sehr. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Vergnügen. Meine Damen, meine Herren, treten Sie näher, machen Sie es wie diese jungen, tapferen Herren hier. Stellen Sie sich dem furchtbaren Anblick der toten Queen von England nur noch heute in unserer wunderschönen Kirche. Kommen Sie ran. 20 Euro Eintritt, das ist doch fast geschenkt, wenn Sie es mit der Nase haben. Mit 10 Euro sind Sie für eine Maske dabei. Kommen Sie ran. Das sieht man nicht. Oh Gott, dieser Gestank hier drin. Ich dachte, das mit den Masken wäre nur eine Abzocke, um noch mehr Geld zu verdienen. Da liegt auch tatsächlich ein offener Sarg mit einer verwesten Leiche. Aber gut für uns, alle vier Ehrenwachen sind bewusstlos zusammengesackt und liegen in ihrem Erbrochenen. Was den Geruch auch nicht besser macht. Tja, und jetzt? So wie ich die Situation einschätze, gibt es irgendwo einen geheimen Zugang, wo sich unser Pater versteckt hält. Peter, du untersuchst den Sarg. Vielleicht finden sich dort Hinweise. Das war wieder so klar. Ich werde mich beim Altar umsehen. Und du, Justus? Ich werde mal dieses geöffnete Fenster dort untersuchen. Übernimm dich bloß nicht, Erster. Na gut, vielleicht ist ja in der Polsterung des Sarges etwas eingenäht oder so. Oh Gott, dieser Gestank!
Guck ruhig auch unter dem Kadaver nach. Aber unauffällig. Hast du gehört? Der ist doch komplett irre. So, dann wollen wir mal... Oh nein, hier fällt ja alles auseinander. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Kollegen! Hier hinter dem Vorhang ist eine Tür mit der Aufschrift Pater Frommer. Die Tür ist übrigens nicht verschlossen. Einfach hinter einem Vorhang? Und ich wühle hier in Überresten rum. Na komm, Peter, es hat dir ja auch nichts geschadet, oder? Also rein da und ab jetzt leiser sein. Ein langer Gang. Richtig unheimlich hier. Seht ihr die Bilder an der Wand? Priester, die an einem Tisch sitzen und von halbnackten Jungs bedient werden. Bilder von Ministranten, die Halsbänder tragen. Diese kranke Bande. Ich ahne Schlimmes. Aus dem Raum da hinten dringt schimmerndes Licht, vermutlich von einem Monitor. Schleichen wir uns an. Durch den Spalt ist niemand zu sehen. Gehen wir rein, immerhin sind wir zu dritt. Was ist das hier für ein Raum? Sieht wie eine Art Kommandozentrale aus. Da an der Wand eine Landkarte mit zahlreichen Markierungen. Ein Rechner mit mehreren angeschlossenen Monitoren. Viele Tabellen sind geöffnet. Was steht denn da? Sieht aus wie eine Liste von Bestellungen. Lass mich mal sehen. Ich bin doch der Datenguru hier. Es scheint eine Art Datenbankschema zu sein. Diese Zahlen hier stehen für... für Gemeinden im ganzen Land verteilt. Dazu gehört dann wahrscheinlich die Karte. In der Spalte Treffpunkt stehen Koordinaten. Doch was mag der Grund für so ein Treffen sein? In der nächsten Tabelle sehe ich vielleicht... Das reicht dann auch, findet ihr nicht? Ich hab doch noch gar nicht zu Ende recherchiert. Und dabei wird es auch bleiben. Stellt euch jetzt schön in die Ecke und legt die Hände hinter den Kopf. Das Baby hier ist geladen. Ich nenne sie die Faust Gottes. Wir hatten sie schon lange verdächtigt, Pater Frommer. Was haben sie mit Samuel gemacht? Welche miesen Geschäfte betreiben sie hier? Haltet ihr mich für einen von diesen Klischee-Bösewichten, die ihre Pläne verraten und so wertvolle Zeit verschwenden? Könnt ihr vergessen. Es gibt einen Spruch, den ich immer sage, bevor ich Leute, die zu viel wissen oder mir sonst irgendwie im Weg sind, ins Jenseits befördere. Auch mein werter Kollege Segner durfte ihn hören. Es ist eine Stelle aus der Bibel. Und ich will große Rache an ihnen üben und mit Grimm sie strafen, dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen... Halt! Ich hatte eigentlich gedacht, Sie als richtiger Priester können die Bibel auch auf Latein zitieren. Natürlich kann ich das. Dann klingt es sogar noch cooler. Also? Faciamque ines ultiones magnas arguens in fuore etscient quia ego dominus cum dedero vindictam meam supereos. Göttlux, nein, lass es sein. Bist du weiß, kannst du nicht rein. Was du zu tun und zu lassen hast, was der kulturelle Aneignungspanda. Was macht denn jetzt dieser Irre im Panda-Kostüm hier? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Latein ist eine alte indogermanische Sprache. Ihre Ursprünge reichen bis ins 7. Jahrhundert vor Christus zurück und sie wurde vor allem von den Bewohnern von Latium gesprochen. Was auch immer du für ein irrer Freak im Kostüm bist, stell dich zu den anderen in die Ecke und halt die fällige Fresse. Dass ich jetzt so ein dahergelaufener pädophiler, weißer, alter Mann an dieser schönen Sprache vergeht, macht mich zu einem sehr, sehr traurigen Panda. Und je trauriger ein Panda wird, desto gewaltbereiter wird er auch. Ach du Scheiße, er zieht eine Machete aus seinem Kostüm. Oh Gott, nein! Ich bin ein trauriger Panda. Trauriger Panda. Traurig. Grundgütiger! Er hat ihn komplett klein gehackt. Nicht, dass es mir was ausmachen würde. Mein Plan ist also voll aufgegangen. Danke, Herr Panda. Du hast den Panda also absichtlich hergelockt, indem du den Priester dazu brachtest, Latein zu sprechen. Ich musste mir ja was einfallen lassen. Die Polizei hätte schon lange hier sein sollen. Oder hast du sie nicht gerufen, Peter?
Na klar habe ich das. Aber da war dieser Kommissar Scholz dran und er meinte, er könne keine Alleingänge machen und müsste das erst abklären. Typisch Scholz. Scholz? Höre ich da meinen Namen? Da sind die Herren Kommissare ja endlich. Jungs, es tut mir so leid. Mein dämlicher Partner ist mal wieder nicht in die Pötte gekommen. Ohne sein unnötiges Zögern wären wir viel früher hier gewesen und hätten dieses Blutbad verhindert. Ach, na ja. Wir können Frommers Ableben, denke ich mal, alle ganz gut verschmerzen. Jetzt sollten wir uns aber den Daten widmen. Wenn unsere Befürchtungen wahr sind, wurden unzählige Kinder in die Fänge von Perversen gegeben. Mit diesen akribischen Protokollen auf dem Rechner hier können wir jedoch herausfinden, wer alles involviert war, die Opfer befreien und die Verantwortlichen hinter Gitter bringen. Nur hinter Gitter? Also ich fand die Lösung ja eigentlich passender. Was meinen Sie, Kommissar Lenski? Nun, ich würde unserem pelzigen Freund mit der Machete unter Umständen einen Deal anbieten. Er assistiert uns bei den Verhören der Verantwortlichen und mit den gewonnenen Informationen nehmen wir diesen ganzen verdammten Pedo-Ring hoch. Dafür nehmen wir es mit diesem Ausrutscher hier nicht so genau. Ich freue mich immer, wenn ich helfen kann. Gegen diese Verbrecher werden wir massiv vorgehen. Man könnte sagen, mit einem Doppelwumms. Halt die Fresse, Scholz! Ich gebe dir gleich einen Doppelwumms, du kleines, kahlrasiertes Radieschen. Ach, wie schön. Auch dieses Abenteuer hat ein gutes Ende genommen. Samuel wurde aus dem Hinterzimmer des Pastors befreit, und zwar bevor ihm die Absolution erteilt wurde, wenn ihr wisst, was ich meine. Im Radio häuften sich die Meldungen von einem brutalen Serienmörder, der es auf Geistliche abgesehen hatte. Und die drei Fragezeichen saßen auf Tante Mathildas Veranda und aßen Kirschkuchen. Mmh. Mal wieder ein voller Erfolg für die drei Fragezeichen. Ja, wirklich. Ich hatte zwischendurch echt Angst, weil mein Großvater gesagt hat, wie gefährlich diese Leute sind. Zu schade, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. Du hast jedenfalls alles richtig gemacht, indem du dich an uns gewandt hast. Und am Ende haben doch alle davon profitiert. Durchaus. Wir konnten ein paar üblen Typen das Handwerk legen und haben noch einen Batzen Geld in Frommers Schreibtisch gefunden. Hätten wir das eigentlich nicht der Polizei übergeben sollen? Ach Peter, das wäre doch ein regelrechtes Sakrileg gewesen. Und ein Sakrileg leitet sich vom lateinischen Sakrilegium ab. Na, lass das mal bloß nicht den kulturellen Aneignungspanda hören. Ich hasse euch. Wer wohnt in Berlin und weiß Bescheid? Der kulturelle Aneignungspanda, wer hat die Minderheit befreit? Der kulturelle Aneignungspanda. Dreadlocks, nein, lass es sein. Bist du weiß, kannst du nicht rein. Was du zu tun und zu lassen hast, weiß der kulturelle Aneignungspanda.